Hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Engelgeflüster Spirituelles Coaching. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, wann ich mich das letzte Mal für ein Reading gezeigt habe. Ich glaube, das ist schon ein halbes Jahr oder so. Naja, egal wie auch immer. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du mit dabei bist. Ich hoffe, ihr habt euch auch eine Tasse Kaffee geholt. Wenn nicht, mach schnell auf Stopp. Ja, und Kaffee, Tee, Latte Macchiato, Wasser, was du auch immer möchtest. Lasst euch heute einfach einen Moment entführen ins Nichtstun, ins Genießen, ins Zuhören. Und euer Thema, habt ihr ja bestimmt schon gelesen, ist Beziehungsaus, Trennung. Was nun, wie geht's weiter? Ja? Wie immer Hintergrundgeräusche, ich kann es nicht beeinflussen. Sorry, es tut mir echt leid. Ja, aber das ist so. Und ich werde auch nicht das Fenster zumachen, weil sonst gehe ich hier ein. Es ist heute wieder sehr warm. Und genau, und von dem her, egal wie auch immer, egal was ist, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Meine Lieben, ich hatte ja vor einiger Zeit, hatte ich ja eine Umfrage gestartet. Und unter anderem war halt das Thema die Liebe. Ja, und deswegen werden wir uns heute hier, wie ich schon gesagt habe, mit der Legung beschäftigen. Beziehungsaustrennung, was ist jetzt? Ja, wie geht es jetzt weiter? Ich habe genau für diese Situation, meine Lieben, habe ich hier auf dem Tisch verschiedene Karten. Ihr könnt es leider nicht sehen, weil das ist hier ein Format. Ja, da ist es unheimlich schwer, alles auf ein Bild zu bekommen. Aber ich werde euch alle Karten zeigen. Noch ein letzter Schluck, dann ist Schluss mit Kaffee. wir haben hier verschiedene Tarotkartendecks. Das ist hier eure Seite. Natürlich kann auch das, was ich euch sage, vertauscht sein. Ja, denkt immer daran, die Rollen können natürlich vertauscht sein. Also ich werde aber hier schauen, wie geht es euch in dieser Situation. Dann habe ich hier das zweite Tarot. Wie geht es deinem Gegenüber gerade in dieser Situation? Und dann habe ich ein drittes Tarot und auch hier wundervolle Lenormand-Karten, meine Lieben. Da schauen wir und klären wir, wie es hier bei euch weitergeht. Okay? So, da es uns aber noch nicht reicht, werde ich euch eine Engelkarte ziehen und wir schauen wieder mal in den Imago-Prozess. Es ist immer ganz wichtig, dass man weiß, wo man steht, damit man sich weiterentwickeln kann, okay? Und dafür ist hier, sind hier die Karten Imago-Prozess ganz, ganz wichtig. Und ich weiß, dass ihr die sehr, sehr gerne habt, diese Karten. Ich werde es unten noch in die Infobox schreiben, welche Karten ich hier für alle oder für die Legung hier verwendet habe. Und dann könnt ihr es gerne nachlesen. Und dann haben wir nochmal Impulskarten. Was könnt ihr in dieser Situation für euch selber tun? Einfach nochmal als, ja, ich sag immer, das Schlimmste, was letztendlich passieren kann, ist die Stagnation. Ja? Und wenn man, sage ich mal, in einer Situation ist, wo man getrennt ist, seht ihr, wie warm mir ist? Ich drehe gleich durch, Leute. und wenn man einfach in so einer Situation ist und man weiß nicht wirklich, ach, wie geht es denn weiter, dann ist es ganz wichtig, dass man einfach ganz viele Impulse bekommt, okay? So, meine Lieben, willkommen in den Wechseljahren an alle Frauen. Ich verstehe euch alle. Mir ist jetzt gerade wieder sehr warm. Ich weiß nicht, ich werde mal mit einigen Firmen Kontakt aufnehmen, weil ich probiere gerade Produkte aus. Für andere, die mich nicht kennen, die denken, ich bin jetzt wahrscheinlich, ich habe einen an der Klatsche. Nee, habe ich nicht. Ich bin einfach voll in den Wechseljahren und ich werde dieses Thema nicht irgendwie unter den Teppich kehren. Ganz im Gegenteil, ich probiere nämlich, wie gesagt, gerade Produkte aus und mit diesen Produkten werde ich euch dann gerne mal meine Erfahrungen mitteilen. Aber da brauche ich erstmal das Okay von den Firmen, dass ich das so präsentieren darf und kann. Und damit ihr das vielleicht auch mal probieren könnt. Ja, ansonsten könnt ihr mich natürlich auch gerne privat anschreiben. Und dann kann ich es euch auch so privat mitteilen. Ist sehr, schon mal sehr schön. Also es ist schon vieles besser geworden. Aber wie gesagt, im Moment, ja, es ist ein bisschen anstrengend. So, also, ja, wir kommen jetzt mal wieder zum eigentlichen Thema zurück. Ihr seht, das ist bei mir alles ein bisschen lockerer und ein bisschen entspannter. Und ich versuche das alles auch so locker und entspannt zu handhaben und zu halten. Und jetzt schauen wir mal, ihr seid getrennt und wir wollen mal gucken, wie geht es denn deinem Gegenüber, okay? Wie kommt er denn jetzt gerade mit der Trennung zurecht? Wie kommt dein Gegenüber mit dieser Trennung zurecht?
und wie geht es ihm? Ich hätte bitte gerne mal ein paar Impulse. Mhm. Wie geht es ihm gegenüber? So, dann gucken wir mal. Mhm. Ja. Meine Lieben, wir haben hier 7 der Stäbe, wir haben die Liebenden und wir haben den Hermit. So, ich nehme jetzt jede einzelne Karte für euch auseinander und erkläre sie euch. Also 7 der Stäbe ist das Gefühl zu haben, sich rechtfertigen zu müssen. Egal, was bei euch passiert ist, dein Gegenüber hat einfach das Gefühl, er musste sich oder muss sich immer rechtfertigen. Egal, was er macht, nichts ist richtig. Egal, was er macht, du hast immer zu maulen. Kann sein. Wie gesagt, denk dran, es kann auch umgedreht sein. Ja? Zum Beispiel, ihr kommt nach Hause und ihr habt vereinbart, er wäscht ab oder er saugt. Er hat abgewaschen, hat aber das Geschirr zum Beispiel nur zum Trocknen hingestellt und du meckerst, warum hast du denn das Geschirr nicht abgetrocknet? Ist doch ein Arbeitsgang, warum hast du denn das nicht getan? Und dann ist er schon in der Situation des sich rechtfertigen müssen. Dann haben wir eine Situation, auch wunderbar, live in meiner eigenen Familie erlebt. Staubsaugen. Mädels, wie saugen wir Staub? In der Regel fangen wir schön, wie beim Malern, ne? Immer schön an den Konturen an. Ne? In der Regel, das machen nicht alle Männer, bitte fühlt euch nicht angegriffen. Wie saugen die Männer? Ich will nicht sagen im Kreis, ne? Aber meistens, sie saugen. Und wir sehen, wenn wir reinkommen, einfach mal in der Regel, dass, wenn wir nicht gerade einen Pedanten als Partner haben, dass da liegt ein Krümel, da ist ein Staubfleck, da ist noch irgendwas. Und schon sagst du, warum hast du denn nicht richtig gesaugt? Und schon ist er wieder in der Situation, sich rechtfertigen zu müssen. Das kann hier eins eurer Streitpunkte gewesen sein, weil er sich immer rechtfertigen musste. Oder wenn ich dich anrufe, warum gehst du denn nicht gleich ans Telefon? Ja, also ihr wisst, was ich meine. Muss nicht sein, kann sein. Also er hat immer das Gefühl, dass er sich bei dir rechtfertigen muss. So, ja, er liebt dich. Ja, auch die Rechtfertigung, auch Innerliebe ist natürlich klar ein Thema. Und das ist der Punkt, der dazu geführt hat, dass er sich hier zurückzieht. Also er hat auch das Gefühl gehabt hier bei euch, er ist euch entweder nicht gewachsen oder er kann euch hier gar nichts recht machen. Und das kann natürlich für dein Gegenüber sehr frustrierend sein, sehr deprimierend sein. Und dann hat man auch oftmals das Gefühl, ich reiche nicht aus. Dann hat es halt keinen Sinn. Das ist so ein Gefühl von deinem Gegenüber, wenn er glaubt, dass er nicht ausreicht, dass er dir nicht das Wasser reichen kann, dass er dir nicht ausreicht, dass er es nicht wert ist. Oder also er kommt dann auf das Level der Minderwertigkeitskomplexe. Das ist nicht schön. Ja? In der Regel ist dann das Geben und Nehmen nicht im Einklang und dadurch kann dein Gegenüber oder auch du, wie gesagt, je nachdem dreht es euch um, diese Thematik haben, ja. So, im Übrigen jetzt mal kleines Fazit, ja, jetzt geht's wieder, ja. Jetzt ist mir nicht mehr ganz so warm, Mädels. Oh mein Gott, ihr werdet jetzt die nächste Zeit mit mir was miterleben, ich sag's euch, ne. Aber wie gesagt, es ist so, ich verstecke mich davon nicht, ganz im Gegenteil. Wer da gerne Anteil nehmen möchte, kann gerne Anteil nehmen, ich fühle mit euch. So, jetzt gucken wir mal, wie es euch in dieser Situation geht, ja. So. Es sind 4 Karten gefallen. Holla die Waldfee. Wir schauen mal, wie es euch geht. Die erste Karte. König der Stäbe. Denkt bitte mal daran, alle Personenkarten sind geschlechterneutral, ja? Okay, wir haben hier König der Stäbe. Wir haben hier 10 der Schwerter. Ich zeige es euch gleich. Wir haben hier 7 der Schwerter und wir haben hier, wow, 10 der Münzen. Okay, also auch hier. Du bist eine Person, eine Frau, die sehr, sehr aktiv ist, die sehr viel Sexappeal hat, die ihr Charisma kennt. Also nach dem Motto, du gehst auf die Straße und dann ziehst du die Blicke auf dich, das weißt du. Wir haben hier
Zehn der Schwerter. Zehn der Schwerter ist, dass diese Beziehung, die hat dich extrem viel Kraft gekostet. Das ist, wenn das Geben und Nehmen nicht im Einklang ist und einer immer zubuttert, immer einer machen, machen, machen muss. Du hast eine klare Vorstellung, du weißt, um was es geht, du weißt, wie du es haben möchtest, dein Gegenüber ist aber anders. Es gab einen Grund, warum ihr euch kennengelernt habt. Es gab einen Grund, warum ihr euch lieben gelernt habt. Ihr müsst ja irgendwas gehabt haben, wo ihr sagt, oh, der ist so knackig, der ist toll, der ist super. Ja, und das ist aber, weil ihr nach dieser Zeit nicht mehr auf einem Level wart. Meistens ist es immer durch die Thematik der Kommunikation, dann stimmt das nicht mehr. Also die Kommunikation ist dann in der Regel, du hast aber und weil du, ne, und nicht, du Schatzilein, mir gefällt hier irgendwas nicht. Also hier ist etwas passiert in eurer Beziehung, wo du unheimlich viele Federn gelassen hast, wo du total körperlich K.O. bist, ja. So, wir haben hier die Sieben der Schwerter. Vielleicht bist du auch hier extrem eifersüchtig. Sieben der Schwerter sind auch Unehrlichkeiten, Lug und Trug, ja. Entweder bist du der Meinung, dass er, und vielleicht deswegen auch, dass immer sich rechtfertigen müssen von ihm aus, dass du ihm nicht mehr vertraust oder vertraut hast, ja, im Bereich der Liebe. Oder halt du. Also einer von euch, wie gesagt, es kann auch sein, dass er eifersüchtig ist, weil du so ein extrem geniales, ihr wisst, was ich gerade sagen wollte, Charisma habt. Und dann ist er halt einfach eifersüchtig. Und du hast immer dagegen gehalten und hast gesagt, ich bin dir doch treu, was willst du denn? Und so weiter und so fort. Die Situation kann so unterschiedlich sein, wie es Menschen auf dieser Erde gibt. Aber ihr müsst wissen, um was es bei euch geht. Also hier ist wirklich einmal der Vertrauensbruch, dieses Unehrlichkeiten, Lug und Trug, ich kann dir nicht mehr vertrauen, weil, ja, was hierzu führt mit 10 der Schwerter, dass man wirklich das Gefühl hat, ich kann nicht mehr, ja, und dann haben wir aber die 10 der Münzen. 10 der Münzen ist letztendlich, du hast alles, was du hast, also es ist hier auch ein Bereich, du bist hier nicht auf irgendjemanden angewiesen. Du hast wirklich für dich alles, was du haben möchtest. Du sagst, ich kann mich auch alleine ernähren. Ich kann auch alleine durch die Welt gehen. Ich bin jetzt nicht abhängig von einem Mann, ja, oder einer Frau, wie auch immer. Macht's euch bitte passend. Du hast eine sehr, sehr starke, ein sehr starkes Selbstwertgefühl. Du weißt genau, wer du bist. Und entweder nimmt man dich so, wie du bist. Oder man lässt es. Also du hast hier in dieser Beziehung, hast du hier unheimlich viel Federn gelassen. Du bist auch total K.O. Ja? Und du sagst dir, das tue ich mir nicht länger an. Und wir gucken jetzt mal, wie es bei euch weitergeht. Was sagt denn das Tarot? Tendenziell, wie es hier weitergeht. Ja. Also wir haben hier, wie gesagt, die Frage, wie es weitergeht, ja? Wir haben hier wieder die 7 der Stäbe. Einer von euch kommt hier aus diesem sich rechtfertigen müssen, Schuldzuweisung, immer das Gefühl haben, solange ich mich immer rechtfertigen muss, solange ich dir nicht genug tue oder nicht dienlich genug bin, habe ich das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen. Solange, und wir gehen mal von deinem Gegenüber aus, dass er das ist, weil wir haben hier bei ihm ja auch 7 der Stäbe, ja, die kommen, wie gesagt, hier nochmal. Solange das Gefühl da ist, dass man sich hier bei dir rechtfertigen muss, haben wir einfach ein Problem. Ich habe gesagt, durch die 10 der Münzen hier bei dir auf deiner Seite kennst du deinen Wert. Und da kommst du auch schon. Es könnte auch zum Beispiel sein, dass du hier sehr viel arbeitest und dass du sagst, hey, pass mal auf, mein lieber Schatz, ich arbeite hier sehr viel, weil ich ein gewisses Maß an Wert habe. Ich habe meine Ziele, Träume, Wünsche und die möchte ich mir erarbeiten und du bist vielleicht wenig zu Hause oder du bist einfach sehr gern auf Arbeit, dass du dich hier zum Beispiel auch für dein Handeln und Tun rechtfertigen musst, ja, für deinen Wert. Und du sagst auch, nö, habe ich keine Lust drauf. Also hier ist wirklich die Kommunikation gefragt.
was möchtest du? Das ist eine, ja? Und warum rechtfertigt sich dein Gegenüber? Also da ist ganz, ganz wichtig, dass man sich hier mal unterhält. Und das ist zum Beispiel ein Thema, dein Wert und sein sich rechtfertigen müssen, was hier zu Problemen führt. Ja, wir haben hier genau 10 der Stäbe. Wir hatten bei dir 10 der Schwerter und wir haben hier 10 der Stäbe. 10 der Stäbe ist letztendlich dahingehend positiv. Ich sage immer, alles, was mit 10 zu tun hat, ist gut, weil man hat dann spätestens dann den Prozess gelernt. Das heißt, wenn die 10 Stäbe, wenn du die weiterhin rumträgst, wirst du sie irgendwann verlieren, weil du sie nicht mehr tragen kannst. Das heißt, du wirst dann irgendwann wieder bei Ast der Stäbe anfangen, wenn du diesen Prozess verstanden hast. Also wenn du verstanden hast, dass dieser Zustand, der hier gerade ist in Zukunft, ja, dass der, so wie ihr den jetzt gerade gelebt habt und so, wenn ihr nichts verändert, ihr den weiterhin leben werdet, weil wir gefragt haben, wie geht's weiter, ja, dann ist es so, dass ihr, und da huste ich schon, Moment. Oh, es ist ein Halskratzen. Wenn hier dieser Zustand nicht verändert wird, also das heißt, einer nicht einlenkt von euch, ja, dann kann das nichts werden. Und wir haben hier den Hermit, also es wird sich immer wieder jemand zurückziehen. So, wenn du sagst, das ist mir zu viel Belastung, ich ziehe mich davon zurück, ja, weil ich kenne meinen Wert und ich muss mich nicht für mein Sein rechtfertigen, ja, dann ist das kein Vorangehen, Leute. Also hier ist es ganz wichtig, dass ihr euch hinsetzt und sagt, okay, wir gehen in den Rückzug, das ist super, ja, ihr geht's ja auch, ja, also in den Rückzug überlegen, um was geht es hier bei euch? Was möchtet ihr letztendlich erreichen? Ist es euch noch wert, dass ihr hier diese Beziehung aufrechterhaltet? Oder sagt ihr lieber nein, ich habe einfach ein so hohes Maß, ich liebe meine Arbeit, und er sagt, nee, ich möchte mich einfach nicht für mein normales Dasein rechtfertigen, du hast dich so sehr verändert und ich verstehe das alles nicht mehr, dass man dann halt getrennte Wege geht. Das werde ich euch aber nicht empfehlen, weil es ist eure Entscheidung. Also hier ist ganz klar, meine Lieben, das Thema Beziehung aus, wie geht's weiter? Bitte redet miteinander, kläre bitte deinen Wert, was bist du dir wert, was möchtest du in Zukunft, wenn du noch Interesse hast für ihn, wie stellst du dir das vor? Du stellst dir hier auch mit 10 der Münzen, hast du auch eine Denkweise der Fülle. Es kann auch sehr gut sein, dass dein Gegenüber hier zu sehr im Außen ist, ja? Und damit überhaupt nicht klarkommt, dass du hier so die Fülle leben willst und dass er sich letztendlich vom Außen zu sehr beeinflussen lässt und du sagst, ich konzentriere und fokussiere mich einfach auf mich. Und wenn du damit nicht klarkommst, mich nervt das Außen, ich konzentriere mich einfach auf die Dinge, die mir wichtig sind, dann hast du eine andere Wahrnehmung, du hast eine andere Schwingungsfrequenz und dann kann das mal ganz schnell knallen. Ja, also wie gesagt, hier habe ich zwei Menschen liegen, die wirklich, wenn sie noch Interesse aneinander haben, bitte gerne miteinander reden dürfen. Ja, und gemeinsam schauen, wie können wir jetzt hier die Kuh vom Eis bringen und wie können wir hier gemeinsam in die Zukunft schippern. So, wir gucken mal mit den Lenormand-Karten, um was es hier noch geht bei euch. Okay, ich kläre jetzt diese einzelnen Karten nochmal für euch. Also wir haben hier die 7 der Stäbe. Die 7 der Stäbe. Was geht es hier bitte noch? Ja, interessant. Einer von euch, wir haben hier die Katze und den Hund, ja? Die Katze steht letztendlich für, wir sind Katzen. Katzen sind Lebewesen, sind Bewohner, die immer ihr Ding machen. Die kommen zum Fressen, die gehen zum Jagen raus, wenn sie Freiläufer sind. Die machen, was sie wollen. Und der Hund ist letztendlich genau das Gegenteil. Der ist treu, lieb. Da könnte man sagen, das seid ihr beide. Du bist die Katze, er ist der Hund. So, du willst hier dein Ding durchziehen. Du willst einfach dein Leben leben. Aber der Hund, der tut das sicherlich auch, aber auf eine andere Art und Weise. Und du bist einfach ein Freigeist und das gefällt deinem Gegenüber hier nicht mehr. Denn vergesst man nicht, wir haben hier die 7 der Stäbe. Und man könnte jetzt hier auch genauso gut sagen, dass einer von euch, da fällt mir schon der Hund runter, seht ihr das? Das sind Zeichen, Leute. Dass der Hund sagt, es gefällt mir nicht,
ja, dass du hier so ein Freigeist bist. Ich möchte gerne, dass du dich zum Beispiel vielleicht auch mehr um mich kümmerst. Kann auch sein. Du bist kaum zu Hause. Ja, ist ja klar, weil du dich hier mit deiner Arbeit beschäftigst. Du kümmerst dich um dein Sein. So, wir gucken mal weiter. Wir haben hier die Königin der Münzen, da sehe ich dich drin, ja? Eine Königin der Münzen ist aber auch eine Person, die relativ ruhig ist, die sich überlegt, was möchte sie tun, wie soll es werden. Du hast hier deinen Fokus und deine Ziele. Und eine Königin der Münzen, die zieht es dann noch durch. Ja, und das teilst du dir mit. Du teilst deinem Gegenüber mit. Also getrennt seid ihr. Das heißt, Kommunikation findet schriftlich statt. Oder wie gesagt, über, ihr kennt die Kanäle, WhatsApp, Instagram oder SMS oder auch von mir aus altmodischem Brief. Das teilst du deinem Gegenüber mit. Du wirst deinem Gegenüber hier mitteilen, pass auf, ich möchte meinen Wert einfach nicht verändern. Ich möchte nicht im Mangel leben, sondern ich möchte im Wohlstand leben. Du hast hier eine absolut andere Wahrnehmung und Ausrichtung mittlerweile. Ich sage jetzt mal nichts weiter dazu, sondern ich kläre jetzt erstmal die Karten, okay? Wir haben hier 10 der Stäbe. 10 der Stäbe ist einfach die Überlastung in der Beziehung. Die Beziehung ist belastet, die Beziehung ist schon fast überlastet, ja? Wie geht es hier bitte weiter? 10 der Stäbe. Ja. Die Gefühle spielen verrückt. Ja, wir haben hier den Mond, die Intuition, einerseits die Angst, hier komplett, dass einer Angst hat, ich verliere mein Gegenüber. Verlustängste kriege ich rein. Es ist sogar die Frage, ob überhaupt noch etwas fühlt, aufgrund dieser Überbelastung. Ist da überhaupt noch etwas da? Bei einigen wird nichts mehr da sein, bei anderen. Und deswegen auch von deinem Gegenüber hier der Rückzug. Und wir haben ja hier, wie geht's weiter? Weiterhin den Rückzug. Ja, also man muss sich hier wirklich von der Beziehung erholen, wo ich nicht sage, es ist vorbei. Versteht mich hier nicht falsch. Es ist einfach die Frage, inwiefern seid ihr bereit, hier nochmal in die Kommunikation zu gehen und die Kuh vom Eis zu holen. Wir fragen auch gleich nochmal, was möchte dein Gegenüber, ja? Also meine Lieben, wir haben hier die Sonne und wir haben den Hermiten. Es ist gut. Es ist gut, dass ihr euch hier oder einer von euch sich hier entschieden hat, sich zurückzuziehen. Es ist wirklich gut, ja, das ist wichtig, weil ihr letztendlich nämlich dadurch überlegen könnt, was möchte ich? Was möchte ich jetzt hier wirklich? Möchte ich diese Beziehung noch oder möchte ich sie nicht? Und im Rückzug reflektiert man auch, was ist gut gelaufen und was ist nicht gut gelaufen. Zumindest wenn der Rückzug optimal läuft. Ja, dann wird hier wirklich überlegt, inwiefern möchte ich das alles noch. Ja, so. Meine Lieben, ich packe die Karten jetzt wieder ein und ich werde jetzt fragen, wie möchte dein Gegenüber weiterverfahren und wie sieht es tendenziell bei dir aus? Okay? So, also wichtig ist für euch, dass ihr euch hier allgemein überlegt, beide, inwiefern ist euch diese Beziehung hier noch wert? Inwiefern möchtet ihr hier weitermachen oder nicht? So, und jetzt fragen wir mal, was möchte dein Gegenüber denn? Also tendenziell ist es wichtig, dass ihr beide ins Gespräch geht. Das ist immer wichtig, ja, dass man hier ein klärendes Gespräch führt. Das ist gut. Kommunikation ist immer gut, definitiv. Zur Not holt ihr euch einen Mentor mit dazu. Das ist nichts Schlimmes. Und jetzt fragen wir mal, wie möchte dein Gegenüber weitermachen? Ja? Was hat dein Gegenüber im Kopf? Wie stellt er sich das vor? Wie möchte dein Gegenüber weitermachen?
Wir haben hier Page der Schwerter, wir haben König der Kelche und wir haben 10 der Stäbe. Mädels, passt auf. Euer Gegenüber möchte gerne daraus lernen. Er ist bereit, aus der Situation, die passiert ist bei euch in der Beziehung, daraus zu lernen. Warum? Weil euer Gegenüber vielleicht entweder ein Kelchzeichen ist oder aber Kelchenergie im Geburtschart hat. Das heißt, er ist ein Familienmensch. Ganz viele sagen, ich kann ohne dich nicht leben. Kelchenergie ist die Liebe pur. Und er möchte gerne hier aus dem, was passiert ist, möchte er lernen. Page, der Schwerter ist immer jemand, ihr seht hier, ne, ist jemand, der relativ jung ist. Hier ist jemand, der neu anfängt, der aus einer alten Situation etwas lernt. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig für dein Gegenüber. Und jetzt ist die Frage, wie groß ist dein Interesse, dass du ihm die Möglichkeit gibst? Und ich sage nochmal, ihr habt euch irgendwann kennengelernt. Du hast ihn vielleicht auf dem Fest gesehen und hast gesagt, Alter, der hat einen geilen Hintern. Oder er hat dir irgendwas spendiert, eine Fanta, eine Cola oder keine Ahnung. Wisst ihr, was ich meine? Also man hat sich ja irgendwann mal in Leichtigkeit kennengelernt. Es war ja irgendwas mal. So, und dann kam halt eine Situation, ja, du hast dich halt in die Richtung entwickelt und dein Gegenüber in die andere Richtung. Und jetzt ist es wichtig, weil ich lege ungern eine Legung, wo ich sage, jetzt ist Schluss, aus, vorbei. Ne? Sondern ich finde es ganz gut, wenn man auch mal darüber nachdenkt, auch wenn ich euch jetzt trigger damit, vielleicht mal darüber nachzudenken, warum hat dein Gegenüber so gehandelt? Wisst ihr, wenn man nach dem Warum fragt, dann kann man schon richtig viele Antworten kriegen, wenn man dazu bereit ist. Ja? Hier ist aber auch jemand bereit, der gerne aus der alten Situation lernen möchte. So, ja, wir haben es, wie gesagt, oder ihr habt es mit einer Kelchenergie zu tun. Und schaut mal, er hat auch die 10 der Stäbe. Er ist auch belastet, ja. Ihm geht es letztendlich mit dem Zustand auch nicht gut. Aber, und das rechne ich ihm hoch an, er möchte lernen. Und jetzt ist die Frage, inwiefern du ihm die Möglichkeit dazu gibst. Okay? So, also denkt mal daran, wenn ich euch triggere, dann ist das nicht böse gemeint, sondern dann ist das einfach ein Gong von oben. Hallo, lieber Mensch vor der Kamera. Ja, ich sage hier was für euch, was ihr hören dürft, auch wenn ihr es nicht hören wollt, was aber dazu führen kann, dass ihr euch getriggert fühlt. Nichtsdestotrotz sind das alles Botschaften, wo ihr gerne drüber nachdenken dürft. So, tak, jetzt gucken wir mal, wie geht es jetzt hier in deine Richtung weiter? Wie möchtest du hier in dem aktuellen getrennt sein Zustand, wie möchtest du weitermachen? Das gucken wir uns jetzt an. Also, wie möchtest du hier weitermachen? Okay, da hole ich noch eine Karte. Okay. Ich habe jetzt hier ganz viele Karten für euch gezogen, ja, weil die paar haben jetzt nicht ausgereicht. Ich werde euch die alle aber erklären. Okay, also passt auf, meine Lieben. Wir haben, die erste war, genau, die erste war 10 der Schwerter. 10 der Schwerter. Ihr seid genauso wie er. Ihr seid hier total auch belastet, körperlich total schachmatt, ja, genauso wie er, nur es ist eine andere Energie. Ihr macht es bei euch mehr im Kopf, das hattet ihr aber, das ist eure Karte gewesen, schon bei dem ersten Mal. Wie geht es dir, ja, wie möchtest du weitermachen? Du bist hier total belastet, genauso wie er, ja, also das ist klar, da nehmt ihr euch nicht viel. Was ich aber sehr gut finde, du schaust nach vorne. Wir haben hier 6 der Schwerter, meine Liebe. 6 der Schwerter ist, du bist nach vorne gerichtet. Du bist nach vorne ausgerichtet.
Ja, das heißt, du schaust nicht nach hinten. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass du hier nicht nachtragend bist, sondern dass du hier eine Person bist, die sagt, okay, ich bin zwar total K.O., es ist auch nicht gut gelaufen die letzte Zeit, aber du schaust nach vorne. Und was ich ganz interessant finde, ist, wir haben hier den Turm. Ladies, der Turm kommt immer dann, wenn ihr entweder stagniert oder wenn euch hier von oben geholfen wird, dass ihr weiterkommt. Das heißt, alles, was alt ist bei euch, alles, was euch nicht mehr dienlich ist, aber wo ihr an diesen Gedankenmustern und Glaubenssätzen festhaltet, ja, das wird hier mit dem Turm euch von oben genommen. Das ist erstmal wie jetzt gerade. Das ganze Alte muss jetzt gehen. Das wird jetzt aufgelöst. Viele Menschen denken jetzt gerade, oh mein Gott, was passiert jetzt hier gerade? Viele verlieren den Job, viele haben Veränderungen, viele kommen mit der Veränderung nicht klar, wollen das nicht, weil sie noch zu sehr im Alten sind. So, und das ist genau das Gleiche. In eurer Beziehung ist es so, dass eure Beziehung auf ein neues Level jetzt gehoben werden möchte oder kann, wenn ihr es zulasst. Was aber Fakt ist, ist mit dem Turm, dass alles Alte trotz alledem von dir genommen wird. Also das ist, ob du das willst oder nicht, du bekommst jetzt hier die Unterstützung. So, und jetzt schaut mal, was hier kommt. Wir haben jetzt hier eine Königin der Kelche. Du bist also genauso ein Familienmensch wie er. Und ich könnte wetten, dass ihr beide die gleichen Ziele, Träume und Wünsche hattet. Und dass ihr beide gesagt habt, ja, wir sind füreinander bestimmt. Und auf einmal hast du dich aber in eine ganz andere Richtung entwickelt und damit ist dein Gegenüber nicht klargekommen. Und deswegen war, wenn ihr euch erinnern könnt, die Kommunikation ganz wichtig, ja? So, was haben wir hier noch? Schaut mal, wir haben hier den Pagen der Kelche. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dadurch, dass er hier im Rückzug ist, dass du auf ihn zukommst, weil du bist kein Unmensch. Weil du ja hier als Königin der Kelche, du hast natürlich auch Herz. Vorhin wart ihr die Königin der Münzen, also sehr bodenständig, sehr beruflich orientiert, ja, auf Sicherheit basiert. Und hier sagst du aber, ich habe ja trotzdem Herz und lass uns das Alte hinter uns lassen. Und hier kommst du, und das finde ich wirklich toll, hier kommst du letztendlich auf dein Gegenüber zu. Also du bist hier diejenige und sagst, komm, lass uns auf jeden Fall erstmal reden, lass uns nach vorne gucken. Und das finde ich echt, das finde ich toll. Das ist richtig gut. So, und dann haben wir hier die Gerechtigkeit. Da sehe ich nicht die Scheidung drinne oder das Ende, sondern ich sehe hier ein gerechtes Aufeinanderzukommen, wo man hier gemeinsam in der gleichen Energie miteinander in die Kommunikation geht, das Alte zurücklässt, so nach dem Motto, Schatz, komm, es ist doof gelaufen, ich hatte die und die Ansichten, ich hatte die und die Vorstellung. Ich gehe ganz stark davon aus, dass ihr hier nochmal einen Neustart macht, weil du dich hier neu ausrichtest und dein Gegenüber sagt, ja, ich habe auch Fehler gemacht, okay, ich möchte daraus aber lernen. Und letztendlich reicht ihr euch gegenseitig die Hände. Und das finde ich richtig toll. Ganz ehrlich, das ist mal eine wunderschöne Legung. Das ist mal nicht eine Legung, ja, Ausschluss, Ende, aus, vorbei, sondern das ist hier wirklich eine Legung, wo man sagen kann, Toppi, so, ich ziehe euch jetzt mal noch eine andere Karte, und zwar die Herzbotschaften, meine Lieben. Was möchte er dir denn mitteilen? Ja, okay. Ja, okay. Also wir haben hier, tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort. Tu das, was für dich richtig ist. So, und du sagst, ich weiß, was für mich richtig ist, denn ich möchte hier, sagst du deinem Gegenüber, aus dem Alten lernen. Du bist dazu bereit, auch wenn es dir wehtut oder schwerfällt, auch wenn du belastet bist, also dein Gegenüber, ne? Ich rede jetzt von deinem Gegenüber. Ja, auch wenn dein Gegenüber hier, vielleicht guckt ihr euch das ja beide an, belastet ist, dann wird dein Gegenüber aber trotz alledem die Entscheidung dazu treffen, dass er hier daraus lernen möchte. So, und dann haben wir die zweite Karte ist Vertrauen.
um etwas ändern zu können, muss man es zuerst akzeptieren. Also hier ist es wichtig, dass dein Gegenüber wieder ans Vertrauen geht. Das heißt, wir hatten ja gesagt, du warst ja hier auch sehr charismatisch unterwegs, ja? Auch das Akzeptieren und Vertrauen. Und das ist meistens eine Geschichte aus der Kindheit. Hat was mit Verlustangst zu tun. Könnte ein Mutter- oder ein Vaterthema sein, dass man sagt, okay, ich habe hier alte Muster, alte Glaubenssätze von deinem Gegenüber. Ich kann hier nicht richtig vertrauen. Oder man hat mal eine Beziehung geführt gehabt, wo man betrogen, belogen worden ist. Das muss gar nichts mit dir zu tun haben. Und wo jetzt aber aufgrund deines optischen Erscheinungsbildes, ja, hier jemand so eifersüchtig ist und Angst hat, dich zu verlieren. Und da muss man erstmal akzeptieren, dass du dich nach vorne entwickelt hast, dass du sozusagen stabiler geworden bist, dass du, umso älter wir werden, ab einem gewissen Alter sind wir einfach auf dem Höhepunkt unseres Lebens. Ja, da sehen wir einfach toll aus. Da sagen wir, ich habe jetzt die ersten 30 Jahre gelernt und ab dann, sage ich mal, ab 40 geht es dann los und da lebe ich einfach in absoluter Stabilität mein Leben. Und wenn du dann jemanden hast, der sagt, wo, was ist denn hier auf einmal passiert? Ja, dann ist es wichtig, dass man nicht gleich sagt, okay, Ausschluss vorbei, sondern wenn man wirklich liebt, dass man dann sagt, okay, pass auf, so und so sehe ich das. Und lass uns doch einfach kleine Schritte nach vorne gehen. Ja, deswegen, wir haben hier die sechs der Schwerter, dass du diese Vorschläge machst. Du bist hier also auch wirklich, wie gesagt, diejenige, die hier konstruktiv nach vorne gehen möchte. Und wir gucken jetzt mal, was du deinem Gegenüber sagen möchtest. Also die Bereitschaft von deinem Gegenüber ist da. Ja. Wir haben hier Zeit des Nachdenkens. Zeit des Nachdenkens. Gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit zu. Das ist wichtig, dass ihr hier nichts überstürzt. Das heißt, wenn du hier auf dein Gegenüber zukommst, aufgrund hier eurer aktuellen Situation, ja, also dein Gegenüber hier mit den 10 der Stäbe und du mit den 10 der Schwerter, ihr müsst nichts übereilen, ja. Zeit ist fließend, denkt immer daran. Es kommt eh alles zur richtigen Zeit. Ne? Die Zeit hat der Mensch erfunden. Oben gibt es keine Zeiten. Aber wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt einfach noch ein Stück weit im Rückzug bleiben, also du wie auch er, dann ist das in Ordnung, weil nur wenn man zur Ruhe kommt, den Geist zur Ruhe bringt, sich mit dem höheren Seelenanteil verbindet, ja, man mit der lichtvollen geistigen Welt connected, kriegt man Antworten. Das heißt aber auch, und ich weiß, das wollen auch wieder viele nicht hören, ja, die wollen immer dann hören, wie es jetzt weitergeht und was jetzt passiert, sage ich euch ja gerade, ihr müsst hier natürlich auch an euch selber arbeiten. Letztendlich ist es wichtig, dass ihr im Rückzug an euch arbeitet, reflektiert und sagt, okay, was möchte dein Gegenüber und was möchtest du? Die Möglichkeit, dass hier weiterverfahren wird in einer neuen Qualität, ja, ist gegeben. Dein Gegenüber möchte lernen, er möchte aus dieser vergangenen Situation lernen. Er möchte hier auch sein Vertrauen wieder gewinnen und er möchte auch diese Ängste loswerden, keine Frage. Und du, und das finde ich ja so toll, du sagst, das ganze Alte lassen wir hinter uns und wir gehen nach vorne. Also letztendlich sehe ich hier schon zwei Menschen, die sich total verändert haben seit dem Kennenlernen, die sich deswegen getrennt haben, aber die auch wieder die Möglichkeit haben, das Potenzial zu haben, wieder voranzugehen. Und das finde ich richtig, richtig genial, Leute. So, die zweite Karte. Auch wenn ihr räumlich getrennt sein mögt, eure Seelen sind stets vereint. Die Liebe überwindet Zeit und Raum. Ihr werdet euch nicht vermissen. Ja, also wenn ihr hier eine Zeit lang nicht in Kontakt seid, probiert es bitte aus. Mädels, ihr könnt das auch sehr gut. Ihr habt Liebeskummer, ihr habt Herzschmerz, euch geht's nicht gut. Ja? Natürlich können die Männer das auch. Ich will euch nicht außen vor lassen. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt mal bei der Frau bleiben. Wenn ihr zur Ruhe kommt, abends im Bett liegt, ja, und ihr überlegt, wie geht es ihm oder was ist alles passiert, ruft doch einfach mal seine Seele an. Ruft sie. Bist du bereit, mit mir zu reden? Ich habe hier eine Botschaft für dich. Funktioniert, Leute. Das nennt man Telepathie. Deswegen kann ich ja auch meine Arbeit
via Fernheilung, ja, dieses Aktivieren der eigenen körpereigenen Heilungskräfte, kann ich auch. Ob ich jetzt nun Klienten hier in Deutschland habe oder ob ich sie in der Schweiz habe, in Österreich, Wien, wie auch immer, egal wo. Ja, deswegen kann ich ja trotzdem arbeiten, weil das Universum ist immer da. Die Hilfe, die wir brauchen, um in die Heilung zu gehen, um miteinander zu connecten, da müssen wir nicht immer uns sehen, da müssen wir nicht immer uns schreiben, Telefon in die Hand nehmen, sprechen. Das geht alles via Telepathie, Leute. Wenn ihr dafür offen seid, ich sag euch das, probiert es aus. Wenn ihr Fragen habt, kein Problem. Könnt euch gerne bei mir melden. Ja, wir können uns gerne darüber unterhalten. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich meine Kanalmitgliedschaft hier für euch bereitgestellt habe. Das sind alles Themen, ja, die ich dann für euch viel, viel mehr erläutern werde. Und deswegen, wenn ihr mich dahingehend unterstützen möchtet, mit der Kanalmitgliedschaft und ich euch dann in so einen Bereichen helfen kann, bin ich unfassbar dankbar. Ja, das ist dann ein Geben und Nehmen. Ja, so, dann haben wir noch was, was für dich ganz, ganz wichtig ist. Folge der Stimme deines Herzens. Wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. So, und dann kommst du oben an und dann wird Rückschau gemacht. Und dann heißt es, oh Mann, warum habe ich das nicht gemacht? Warum habe ich das nicht gemacht? Wieso habe ich das nicht gesehen? Ja, natürlich hinterfragt man sich dann auch. Und deswegen ist es ganz wichtig, ja, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst in Rückzug gehen, geht in Rückzug. Wenn ihr lichtvoll eurem Gegenüber das Angebot machen wollt, komm, wir lassen das Alte zurück und wir starten neu durch, ist das auf jeden Fall ein Versuch wert. Das ist Karma-Abbau, Leute. Hinschmeißen kann jeder. Aber zu sagen, wir versuchen es nochmal, das ist sehr wichtig. Ich hätte das damals auch gerne gesagt. Ich habe damals auch so, ich sag jetzt mal, dumm reagiert. Für mich heute dumm. Ja, und jetzt ist derjenige nicht mehr da, weil man umgebracht hat. Und da habe ich auch gesagt vor 2 Jahren, scheiße, hätte ich mal. Ja, ja. Aber wir connecten jetzt halt anders. Leute, ich kann euch sagen, nehmt es euch zu Herzen. Die Zeit kann ganz schnell vorbei sein. Und ich finde es super, dass du so toll bist und dass du hier letztendlich auf dein Gegenüber zukommen wirst. Ja, und dass du hier deinem Gegenüber die Möglichkeit letztendlich gibst, hier weiterzugehen. Okay? So, er kann sich entwickeln, du kannst dich entwickeln. Wir gucken mal. Eine Karte für dein Gegenüber war das. Und jetzt gucken wir mal, was bei dir hier ist. So, dein Gegenüber. Neugeburt. Bitte gute Kräfte darum, dich bei deiner Neugeburt zu begleiten. Das kannst du im Gespräch, wenn du auf dein Gegenüber zugehst, kannst du das sagen. Schatzi, bitte doch mal die lichtvolle geistige Welt darum, dir zu helfen bei uns, bei unserem Neuanfang. Ja, ganz wichtig. Er darf sich auch Hilfe holen. Er darf sich auch die Unterstützung holen. Probiert's aus. Oder ihr lasst euch coachen. Wie gesagt, er, du, ihr zusammen, wie auch immer. Das entscheidet ihr dann, ne? Dann habe ich von dir noch eine Karte vom Imago-Prozess. Schicksal. Mach dich bereit für Erfüllung. Ich sage, du bist hier sehr, sehr lichtvoll unterwegs. Guck dir mal die Karte an, ja? Und hier ist auch Neugeburt, ist auch sehr lichtvoll, aber grün ist ja auch die Farbe der Heilung. Ja, du hast Power und lichtvolle Karten oder eine lichtvolle Karte mit sehr viel Power und sehr viel Licht. Und er hat halt hier die Heilung. Und die Heilung spricht ja auch dafür, dass er hier was lernen will. Und zwar aus diesem Zustand, aus diesem toxischen Zustand heraus. Also ich habe selten so eine Legung gehabt, wo hier die Bereitschaft gegeben ist. Ich möchte euch jetzt gerne noch eine Impulskarte ziehen, meine Lieben. Was ist jetzt für ihn noch wichtig? Die sind hier sehr fest, die Karten. Ich werde das mal hier alles ein bisschen nach oben packen. Und dann werde ich euch einfach die Karten ziehen. So, das ist die Karte für ihn. Das kriege ich gleich rein. Da ist deine. Total versteckt.
Das ist deine. So. Ja, genau. Er soll standfester werden. Er ist sehr individuell. Und er soll sich auch zeigen. So wie er ist, ist er genau richtig. Das ist wichtig. Er ist vielleicht anders wie alle anderen. Aber das ist egal. Er ist richtig, so wie er ist. Das hat auch was mit Selbstwert zu tun. Ja? Hier darf er auch an seinem Selbstwertgefühl arbeiten. Das ist das, was ich gesagt habe. Wenn er das Gefühl hat, er muss sich immer rechtfertigen, er soll standfest bleiben. Das ist das, was er lernen darf. Das ist seine Aufgabe, zu akzeptieren, sich zu akzeptieren, so wie er ist. Wir haben so viele Menschen auf dieser Erde und wir sind alle unterschiedlich und wir sind alle perfekt, so wie wir sind. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass er das hier versteht. Und wie gesagt, du wirst ihm das hier erklären und du wirst ihm dabei helfen, indem ihr hier konstruktiv nach vorne geht. Und das ist hier richtig genial, Leute. So, jetzt gucken wir mal bei dir. Ja, und du darfst hier lernen, hier ist die Kommunikation, die Intuition, die intuitive Kommunikation. Tue und connecte. Ja, also genau. Hier darfst du wirklich mit dem höheren, deinem höheren Selbst anfangen zu connecten. Liebe lichtvolle geistige Welt, lieber Seelenanteil, da wo du auch bist, bitte hilf mir in dieser Situation. Im Übrigen, das, was ihr jetzt hört, ist mein Hund. Der öffnet jetzt gleich die Tür. Ihr seid jetzt live dabei, Leute. Geht gleich los. Passt auf, gleich kommt, geht die Tür auf. Egal. Also hier ist wichtig, dass ihr hier wirklich mit eurem höheren Seelenanteil connectet. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Holt euch die Unterstützung in diesem Prozess hier. Ihr werdet es, hallo Shanti, ihr werdet es schaffen. Ja, und von dem her, komm mal hier. Vielleicht kann ich es euch ja zeigen. Nein, sie will nicht. Okay. Hier ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr wirklich einfach die Hilfe von oben mit dazu nehmt. Okay? Gesundheit. So. Haben wir jetzt noch was? Ja, eine Engelkarte möchte ich euch noch mitgeben. Ich komme heute gar nicht zu Ende. Merkt ihr das? So, für euch beide eine Engelkarte. Hier für diese beiden Menschen hätte ich bitte, liebe lichtvolle geistige Welt, gerne eine Engelkarte. Und da ist sie schon geflogen, wie ihr gesehen habt. Engel der Seelenmelodie, lausche voller Hingabe der Melodie deiner Seele. Meine Lieben, das ist eine Übung. Das ist eine Übung. Sie sagen, komme zur Ruhe und lausche, was du hörst. Das kann Melodie sein, das kann Stimme sein, das kann aber auch die Hilfe sein hier, dass du dich connectest mit deinem Gegenüber. Wenn ihr gerade hier getrennt seid und du aber mit deinem Gegenüber reden möchtest, dass du sagst, hey, ich habe Sehnsucht, ich habe Verlangen, ich bin, ja, ich natürlich bin ich K.O. und es ist alles nicht toll gelaufen, aber man hat die Macht der Gewohnheiten, man möchte sich austauschen, man möchte trotzdem miteinander reden. Ja, und denke bitte daran, wir hatten hier, du möchtest hier auf dein Gegenüber zukommen. Ja, ganz wichtig. Du möchtest hier mit deinem Gegenüber ein Angebot machen, weil du weißt, folge deiner Stimme des Herzens. Wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nur deine Seele mitnehmen. Und deine Seele kennt den Weg, deine Seele weiß, was für dich richtig ist, genauso wie für dein Gegenüber. Also macht miteinander die lichtvollen Erfahrungen. Ich sehe hier eine Beziehung, die Bestand hat, nach wie vor. Wunderschön. Wenn ihr, wie gesagt, im Rückzug seid, gebt euch die Zeit, gebt euch einfach die Ruhe. Und du wirst aber diejenige sein, die hier auf dein Gegenüber zukommt. Ja? Genau, so sehe ich dich. Wenn du aber das Gefühl hast, du bist hier diejenige, die mit dem Selbstwert Schwierigkeiten hat, ja, dann wird dein Gegenüber hier auf dich zukommen, weil dein Gegenüber ist dann hier die Stabilität. Und wenn dein Gegenüber sagt zu dir, komm, lass uns die Vergangenheit, lass es ruhen, wir machen Neustart, ja, dann, wie gesagt, dann ist es dein Gegenüber.
Also das müsst ihr gucken. Die Rollen können halt vertauscht sein. Ich sehe nach wie vor eine Beziehung, die hier Bestand haben wird, wo man sich jetzt gerade so ein bisschen voneinander entfernt hat. Okay, aber ich sehe hier keinen aus. Okay, also die Frage, Beziehung, aktuelle Trennung, wie geht es weiter? Sehe ich ganz klar, hier geht es weiter. Nach ein bisschen Abstand kommt die Kommunikation, dieses lichtvolle Miteinander wieder. Man lernt voneinander und geht dann aber weiter auf einer nächsten Ebene, auf einer neuen, in einer neuen Qualität, gibt man sich die Möglichkeit, dass beide Seelen connecten, dass beide Seelen voneinander lernen können und miteinander weiter lernen. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Energie. Okay? Meine Lieben, jetzt ist mein Kaffee kalt, es macht aber nichts, ja? Egal, wie auch immer. Ich hoffe, euch hat die Legung gefallen. Mir ja, ich finde das toll, das ist eine super schöne Legung gewesen. Ihr habt mich auch jetzt mal gesehen und für alle, die mich noch nicht gesehen haben, hallo, so sehe ich aus. Und für die, die mich schon lange nicht mehr gesehen haben, ja, manchmal hat man einfach die Impulse, dass man sich nicht zeigen möchte. Aber jetzt bin ich ja wieder da, zumindest in dieser Legung. Wie es weitergeht, keine Ahnung. Ihr könnt mir gerne mal ein Feedback geben, ob ihr gerne Legungen habt, wo ihr mich so seht oder ob es euch so reicht, wie ich die Legung gemacht habe, dass ihr nur die Bilder seht, die Karten seht. Ne? Wie gesagt, der eine sagt meist so, der andere so. Aber ein Feedback von euch wäre schon ganz schön. Ich danke euch auch von ganzem Herzen für euer Abo, für euer Like und denkt an die Kanalmitgliedschaft. Ihr würdet mir eine wahnsinnige Freude machen, wenn wir genau so eine Themen, wie wir hier besprochen haben, noch mehr vertiefen können, wenn ihr da Interesse habt, auch mal Frauenthemen oder was auch die Männer auf dem Herzen haben, finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Wenn ihr euch getriggert fühlt, wunderbar, dann seid ihr bei mir genau richtig, denn ich trigger in der Regel regelmäßig gerne und wir können gemeinsam dann erarbeiten, warum, wieso, weshalb. Ja, ich gebe euch mal ganz kurz zum Schluss noch ein Beispiel. Es hat gerade letztens eine Zuschauerin gesagt, ist ja furchtbar, diese Legung, wegen dieser toxischen Geschichte. Da habe ich gesagt, du wirst in der Familie die toxische Geschichte heilen, ja, so ungefähr. Und der Satz ist ja furchtbar. Genau so. Ihr werdet auf die Dinge, die kommen können, wenn ihr mit dieser Legung in Resonanz geht, werdet ihr darauf vorbereitet. Und wenn ich euch trigger, wunderbar, dann habe ich genau mein Ziel erreicht. Ja, weil ihr dann nämlich genau wisst, woran ihr dann arbeiten dürft und könnt. Ne? So, wenn ihr dazu Fragen habt, dann tut mir bitte einen Gefallen. Schießt nicht gleich mit eurem Pfeil und Bogen, ich werde nicht umfallen. Keine Frage, sondern ich bin da, um zu helfen. Also letztendlich, ich reiche euch mit diesen Legungen die Hand, um zu sagen, okay, pass auf, wenn du jetzt hier ein Gefühl hast von, ich fühle mich jetzt getriggert, dann komm mit mir ins Gespräch. Das ist immer lichtvoll, aber abwertend zu urteilen, Leute, das ist schwierig. Ja, weil letztendlich, wir sind nicht hier, um zu urteilen, wir sind hier, um zu lernen. Wenn du urteilst, dann kann über dich geurteilt werden. Wenn du beurteilst, kann über dich beurteilt werden. Also da solltest du immer ein bisschen aufpassen. Das ist genau das, was ich sage, dritte Dimension, wo wollen wir hin? Ja, und wie wollen wir miteinander umgehen? Das ist ganz wichtig und deswegen finde ich diese Legung auch so sensationell, weil ich hier ein paar habe, die schon von der Entwicklung her weiter sind und ich finde das mega toll. Ja, und ich freue mich, wenn ich euch kennenlerne, weil das ist einfach mega. Also gerne Feedback geben. Ich freue mich über euch alle. Ja, und vielleicht sehen wir uns in der Kanalmitgliedschaft wieder. Könnt gerne mal auf den Button klicken. Ich bin gerne für euch da. Und ansonsten nochmals danke für euer Abo, danke für euer Like. Und ich sage jetzt Prost mit meinem kalten Kaffee. Schön, dass ihr da wart. Schön, wenn ihr wiederkommt. Und in diesem Sinne, fühlt euch einfach umarmt. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, eure Katrin.